Johnny ist hier in UFM an diesem blauen Mittelpark. Perfekt, um eine Runde zu zocken. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit Patrick aus Bad Homburg. Hello. Hi, Johnny. Du bist der beste Mensch der Welt. Du machst nämlich was in deiner Freizeit am allerliebsten? Ich habe jetzt angefangen vor kurzem mit Retro-Konsolen sammeln. Und nicht nur die Mini, sondern halt auch generell so die etwas älteren Modelle, die etwas größeren. Also auch so ein Gameboy von früher. Ja, richtig. Gameboy hat mir jetzt zugelegt und noch Nintendo Gamecube und Wii und überhaupt, also jetzt auch nachträglich noch ein Super Nintendo DS und ja, also das ganze Programm einfach. Mega, und was spielst du da drauf? Also so Pokémon oder Tetris, vielleicht auch die Golf-Edition gibt's ja auch. Ich hole jetzt so nach und nach die ganzen Gameboy-Spiele aus meiner Kindheit, so jetzt Kirby's Dream Land oder Double Dragon oder Super Mario Land 1, 2, 3 und so weiter, also die Klassiker Donkey Kong und so weiter. Warum schwörst du auf diese alten Retro-Teile? Zum Teil Kindheitserinnerung ist so ein bisschen dieses Retro-Feeling, sich wieder zurückzuversetzen. Und ja, ich habe auch Freunde, dann, mit denen ich modernere Konsolen mal spiele, aber mir gefällt halt dieses Retro-Feeling persönlich besser. Da wünsche ich dir noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß an deinem Gameboy und deinen ganzen Retro-Konsolen und mega, dass du die einfach wieder zum Leben erweckt hast. Dafür feiere ich dich. Vielen Dank. Vielen Dank.